Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Ottfried Fischer, 69, hat mit Parkinson zu kämpfen und sitzt seit geraumer Zeit im Rollstuhl. Ein Unfall kostete ihm den kleinen Finger, den Humor verlor er dennoch nicht. Passau, der TV-Star aus Der Bulle von Tölz, Ottfried Fischer, kämpft seit Jahren gegen seine Parkinson-Erkrankung. 2008 ging er damit erstmals an die Öffentlichkeit. Seinen Humor verlor der Schauspieler und Kabarettist dadurch nicht. Er nennt seine Krankheit sogar spöttisch Herr Parkinson, wie er im BR-Film Lebenslinien verrät. Mittlerweile ist er mehr denn je auf den Rollstuhl angewiesen. Im Interview mit der Bild-Zeitung gibt er einen Einblick in seine jüngsten Unfälle, trotz allem mit Humor. Eines der Themen im Interview ist das Leben mit Rollstuhl. Hey guys, this is Ghanshyam. Then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.